Mein Name ist Markus Reuner und ich bin der Projektleiter für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn. Wir blicken auf ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Wir haben im Berliner Abschnitt, nachdem die S-Bahn Ende letzten Jahres in die Endlage verlegt, also die Baufreiheit für die Fernbahn geschaffen werden konnte, unzählige Bauwerke fertigstellen können. Dazu gehört die Eisenbahnüberführung Attilastraße, der große Stabbogen an der Teltowkanalbrücke. Wir haben im Bereich des Schichau-Weges die beiden Bauwerke fertigstellen können und im Bereich der Bahnhofstraße konnten weitere Bauzustände erreicht werden, sodass wir dort Mitte nächsten Jahres auch die Unterführung für den Kraftfahrzeugverkehr freigeben können. Darüber hinaus konnten wir wesentliche Bauabschnitte im Bereich der Fernbahn fertigstellen. Insbesondere bei den Lärmschutzwänden haben wir mittlerweile 70% aller Lärmschutzwände in Berlin errichten können. Wir haben den Großteil der Betontröge errichten können. Wir haben Entwässerungsanlagen gebaut. Der Bahndamm, der zusätzlich errichtet werden musste, ist in den weitestgehenden Abschnitten fertiggestellt. Wir sind mit der technischen Ausrüstung bereits gut unterwegs. Wir konnten Oberleitungsanlagen in vielen Abschnitten fertigstellen. Und insbesondere im Bereich zwischen der Tempelhofer Kurve, also ungefähr Südkreuz, bis Öltanking, also Bahnhof Marienfelde, ist bereits das Fernbahngleis in seiner endgültigen Lage. Wir werden zum Beginn des Jahres die Eisenbahnüberführung im Bereich der Großbärenstraße fertigstellen, sodass auch dort die Straßeneinschränkung zurückgebaut werden kann. Wir werden Mitte nächsten Jahres im Bereich der Bahnhofstraße in Lichtenrade eine Verkehrsfreigabe haben. In der Folge kann dann die Wolziger-Zeile ebenfalls komplettiert werden, die ja zurzeit noch Umleitungsstrecke ist. Wir werden Mitte nächsten Jahres, voraussichtlich im August, einen letzten größeren Bauzustand im Bereich der S-Bahn haben. Das heißt, wir werden die Bauzustände, die Überleitverbindung zwischen S- und Fernbahn zurückbauen. Wir werden Bahnübergänge zurückbauen, insbesondere in Lichtenrade, die beiden an der Bahnhofstraße und an der Wolziger Zeile. Wir werden natürlich im Zuge dieses Bauzustandes den Gemeinschaftsbetrieb auflösen. Das heißt, die noch auf der S-Bahn verkehrenden Öltanking-Züge werden dann bereits auf der fertiggestellten Infrastruktur für die Fernbahn verkehren, als großes Highlight nächsten Jahres. Wir stehen hier gerade unterhalb der künftigen Straßenüberführung im Bereich der Bukower Chaussee. Hinter mir sieht man bereits die ersten Wandscheiben sowie die Treppenaufgänge, die später den Bahnsteig, in dem wir uns gerade befinden, mit der neuen Straßenüberführung verbinden. Im Jahr 2021 haben hier großzügige Leitungsumverlegungen stattgefunden. Insbesondere die Telekom, Stromnetz, Vodafone, NBB haben im Jahr 2021 ihre Leitungen hier umverlegt. Nach der Verkehrsfreigabe im Bereich der Sintestraße konnten dann Anfang 2022 auch die Berliner Wasserbetriebe ihre großen Leitungsumverlegungen, wozu auch die große Freispiegelleitung für das Regenwasser gehört, sowie die Abwasser- und die Wasserdruckleitungen umverlegen. Diese Umverlegungen konnten Mitte diesen Jahres abgeschlossen werden und in der Folge konnten die Bauarbeiten für die künftige Straßenüberführung, also für den Fangedamm, begonnen werden. Nachdem die Arbeiten jetzt so richtig losgehen konnten, werden wir in den nächsten zwei Jahren, also bis Ende 2025, hier die neue Straßenüberführung errichten mit den entsprechenden Treppentürmen, Fahrstühlen und Anschlüssen an den S-Bahn-Halt. Wir befinden uns hier im Bahnhof Blankenfelde im Planfeststellungsabschnitt 3. Wir haben das Jahr 2023 mit der Wiederinbetriebnahme der S-Bahn im Abschnitt zwischen Marlow und Blankenfelde begonnen. Direkt daran hat sich dann die Sperrung des Regionalbahnhofs hier in Blankenfelde angeschlossen und wir haben den kompletten Bahnhof zurückgebaut und mit neuer Dimension, mit Bodenaustausch, mit dem Betontrog und natürlich der komplett neuen Gleisanlage wieder in Betrieb nehmen können. Parallel zu den Gleisbauarbeiten konnten wir auch viele Arbeiten an den Bahnübergangsersatzmaßnahmen abschließen. Dazu gehört die Verkehrsfreigabe der Berliner Straße, des Tunnelweges und wir werden in Kürze die Arbeiten an dem Mauerweg, an der Trebbiner Straße abschließen können, sowie an der Zietener Straße und werden auch hier an der Karl-Marx-Straße noch weitergehende Arbeiten vollführen können.
Wir haben ein sehr spannendes und aufregendes Jahr 2023 hinter uns. Und vor diesem Hintergrund gebührt mein riesiger Dank an mein komplettes Team, an unsere Baufirmen, aber natürlich auch den Anwohnern und Fahrgästen für ihre Nachsicht bezüglich des Baustaubs, des Lärms und natürlich den vielen verschiedenen Einschränkungen im Verkehr.